Jetzt zur coolsten Rapperin der Welt. Being a rapper, especially a female rapper, is not easy. Als Frau zu rappen ist nicht einfach und gefährlich im Iran. Es ist illegal. Wenn sie mich erwischt hätten, wäre ich ins Gefängnis gekommen oder sie hätten mich zurück nach Afghanistan geschickt. Sunita ist ein afghanischer Flüchtling im Iran mit einem gefährlichen Hobby. Stoff für einen Film. Dass sich Filmemacherin und Protagonistin aber überhaupt treffen, ist reiner Zufall. Sunita geht in Teheran auf eine Schule für Flüchtlingskinder. Dort arbeitet auch die Cousine der iranischen Filmemacherin Rochzare Gahemagami. Sie bittet Rochzare, Sunita bei ihrer Musikkarriere zu helfen. Das tut sie, auf ihre Art. Und vor allem nach ihren Regeln. Es war nicht so, dass ich sofort gesagt habe, ich mache einen Film über sie. Sie war schüchtern und still und sie hat sich nicht sehr schnell geöffnet. Aber nachdem ich sie ein paar Mal getroffen habe, habe ich herausgefunden, dass sie die Fähigkeit besitzt, an ihren Träumen festzuhalten. Normalerweise geben Kinder oder Teenager in ihrem Alter ihre Träume auf. Deshalb habe ich angefangen nachzudenken, ob ich einen Film über sie machen will. Normale Teenie-Träume. Trotzdem, wer mit 9 Jahren barfuß aus Afghanistan vor dem Krieg in den Iran geflohen ist, hat andere Probleme. Sunita ist illegal in Teheran, hat noch nicht mal einen afghanischen Pass. Als Mädchen darf sie sich hier sowieso nichts erlauben. Trotzdem. Es gibt überall auf der Welt starke Frauen. Aber in Afghanistan haben sie keine Chance. Sie werden total unterdrückt. Im Iran auch, aber nicht so sehr wie in Afghanistan. Die Frauen haben nichts zu sagen, nicht mal, wenn es ums Heiraten geht. Sunita soll nicht rappen, sondern als Braut verkauft werden. Zwangsheirat ist in Afghanistan Tradition. Und ihre Mutter ist gekommen, um Sunita als Braut zurückzuholen. $9,000 will der Ehemann für Sunita bezahlen. Geld, das die Familie dringend braucht. Normalerweise greifen Regisseure von Dokumentarfilmen nicht ins Geschehen ein. Doch Rochzare beschließt, genau das zu tun. Sie zahlt der Familie $2,000 dafür, dass Sunita ein weiteres halbes Jahr in Teheran bleiben kann. Salam.
Zuerst denkt man, man kann nicht eingreifen. Aber wenn man es nicht tut, fühlt man sich schlecht. Auch wenn man über den Film nachdenkt. Was soll das für ein Film werden? Man lässt einfach zu, dass jemand verkauft wird und denkt darüber nach, ob es eine Option ist, wenn Sunita nach Afghanistan gebracht wird. Kann ich dahin und die Hochzeit drehen, aber dann wird sie komplett das Vertrauen in jeden verlieren. Es war eine harte Entscheidung. Die Filmcrew und Sunita nutzen die erkaufte Zeit und drehen ein Musikvideo. Dann passiert das Unglaubliche. Eine amerikanische NGO wird auf Sunita aufmerksam und bietet ihr ein Stipendium an einer Schule mit Musikprogramm an. Ich habe nicht so große Erwartungen für Sunita gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich den Film mit dem Musikvideo beenden. Oder vielleicht mit einem Auftritt in Afghanistan. Aber was dann wirklich passiert ist, war überwältigend. Sunita organisiert sich mühsam Pass und Visum in Afghanistan und fliegt nach Amerika. Ihre Familie weiß erstmal nichts davon. Neulich hat sie im Weißen Haus gerappt. Inzwischen läuft der Antrag auf eine Green Card. Das Leben in den Vereinigten Staaten ist besser, auch wenn ich manchmal meine Heimat vermisse. Das Beste an Amerika ist, dass ich hier das erste Mal im Leben in eine richtige Schule gehe. Manchmal vermisse ich meine Familie, meine Freunde, meine Heimat so sehr. Irgendwann werde ich zurückgehen nach Afghanistan, mit allem, was ich erreicht habe. Inzwischen ist Sunita ein Idol für junge Mädchen in Afghanistan, ihr Song ein Hit. Jetzt akzeptiert auch ihre Familie ihren Weg. Thank you.